So, hallo und willkommen zurück zu Present Architect. Jetzt in der Alpha 36, die ist eingeflogen, wollte ich gerade sagen. Und das wird, so wie es aussieht, ist das die letzte Alpha-Version. Was ist neu? Was ist gekommen? Gekommen sind Events. Und zwar, pass mal auf, geht man jetzt kurz auf Pause. Wenn ihr jetzt ein neues Gefängnis erstellen wollen, ein neues Gefängnis, haben wir hier, zack. Ist hier noch nicht übersetzt worden. Ich habe ja den Deutschmod drin und das ist noch nicht übersetzt. Das heißt Events. Events sind denn mit dabei. Und das heißt so viel wie, dass ja, wir einen Anruf kriegen könnten, dass wir zum Beispiel, ja was der Geier, es dürfen keine Besucherzimmer, oder es dürfen keine Besucher mehr empfangen werden. Also muss das Besucherzimmer weg. Und da hast du so und so viele Stunden Zeit, um das zu machen. Also das komplette Besucherzimmer zum Beispiel, ja, deaktivieren, dass da keiner mehr gehen kann. Was ist noch dabei? Feuer kann ausbrechen. In der Küche kann natürlich Feuer ausbrechen, was wir jetzt natürlich noch nicht haben, aber das passiert denn. Dann musst du dafür sorgen, dass die Feuerwehr rankommt und da auch Zugang zu hat. Dann gehen natürlich auch Sachen zu Bruch, das ist klar. Genauso wie unsere Stromaggregate. Die können natürlich auch Feuer fangen, wenn die überlastet sind. Und dann brennen die Dinger ab und dann haben wir keinen Saft mehr. Dann musst du nämlich zusehen, dass du da wieder Strom bekommst. Genauso mit Wasser. Wasser, da kann ein Wasserrohr kann brechen. Oh. Und so weiter. Aber das ist natürlich nicht alles auf einmal. Das kann, irgendwas kann dann passieren und da kriegst du einen Anruf. Oder wir kriegen einen Anruf, wie auch immer. Und da muss man drauf reagieren. Ist natürlich eine Herausforderung, nicht? Also das, wie gesagt, man kann das beim Spiel neu starten, kann man das aktivieren oder deaktivieren, wie man gerne möchte. Es ist natürlich auch, oder natürlich, was rede ich denn da? Es kann auch sein, dass eine Krankheit ausbricht und deine Ärzte da ein bisschen überlastet sind, dass du deine Ärzte helfen musst. Dass eine Krankheit, also dass da keine Epidemie ausbricht, dass du da die Leute einsammelst und unter Quarantäne stellst zum Beispiel. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, was weiß ich, der Direktor sagt hier, Leute, deine Gefangenen, die schlafen nicht genug, die müssen mal gerne hier 8 Stunden durchpennen, zum Beispiel. Denn musst du zusehen, dass du das geregelt kriegst, dass die auch schlafen können. Und wenn da zum Beispiel jetzt ein Feuer ausbricht oder ein Wasserrohr platzt oder sonst was, können auch Sachen kaputt gehen. Jetzt nicht nur das Feuer, das Teil, was da jetzt abbrennt, sondern auch dein Gebäude kann zerstört werden. Also muss man doch ziemlich fix reagieren. Ja, so sieht's aus. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wollen wir unseren Knast hier verkaufen? Ich meine, der ist noch nicht riesig. Also das kann nicht viel... Ich muss mal kurz mal schauen, wie viel das ist. Das kann nicht extrem viel sein. Das ist gut 670.000. Aber wir können es noch nicht verkaufen. Weil wir müssen mindestens 20 Gefangenen. Wir haben noch nicht genug. Wir haben 20. Haben wir doch. Mindestens 20. Okay, das haben wir. Wir haben wieder Leute eingeladen. Die sind in 7 Stunden da. Dann könnten wir diese Hütte verkaufen und nochmal neu anfangen. Und dann mit dem Event, dass wir sehen können, was da auch passiert. Was ist denn da los? Duschköpfe. Haben wir keine Duschköpfe? Doch. Ach, die sind ja noch im Bauen, die Jungs. Ganz ruhig. Aber wie gesagt, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob wir nochmal neu anfangen sollen oder ob wir das hier weiterführen. Die Rüstkammer, was ist da los? Da fehlt ein Tisch. Ach Mensch, müssen wir da fix mal einen Tisch einbauen. Oder nicht? Doch, bauen wir zwei Tische da ein. Zack. Das haben wir denn auch. Was haben wir denn da geplant? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, ist da schon ein bisschen was hier. Uiuiuiuiui. Auf jeden Fall, in 6 Stunden kommen unsere neuen Gefangenen. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Was haben wir hier? Grundausbildung. Weise 2 bewaffnete Waffen. Wachen. Wir haben noch keine bewaffnete Wachen. Die können wir auch mal zulegen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Wir müssen auch ein paar Wachen einstellen, auf jeden Fall. Wo haben wir die denn da? Wo haben wir unsere Wachen? 19. So. Die haben wir noch eingestellt. Die brauchen wir natürlich auch. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, was neu kommt, was neu ist in der Alpha 36. Und wie gesagt, das ist die letzte Alpha. Dann geht das entweder in die Beta oder gleich in den Release, das weiß ich nicht genau. Und das soll Ende Oktober passieren.
Ich bin gespannt, was da noch mehr, was da noch zukommt. Also ich finde, die haben ja schon ordentlich was gerissen hier. Also das muss ich mal sagen. Die haben echt was auf die Beine gestellt. Da sind so oft, so schnell ist da ein Update gekommen. Da kann man echt nichts zu sagen. Was haben wir hier denn? Ach, ihr seid am Sauber machen. Okay. Isolierzellen. Da sind natürlich keine Betten drin. Logischerweise brauchen wir auch nicht. Blödsinn. Die sind auch viel zu groß. Hätten auch einmal eins, hätte auch gelangt, glaube ich. Na gut, ach hier, unsere Luxuszellen. Die müssen wir danach, müssten wir eventuell auch wieder machen. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob wir nochmal neu anfangen sollen, diesen Laden hier verkaufen und nochmal neu, so im gleichen Stil, denke ich mir. Das gefiel mir schon ganz gut hier. So einzelne Gebäude machen rundherum und den ganzen Ranch hier so in die Mitte bauen, dass das von allen Seiten zugänglich ist. Und dann könnten wir eventuell, also hier und könnte man auch noch irgendwelchen Gebäudekram bauen und vor allem auch hier noch Zellen hin. Das würde natürlich super aussehen. Also so gefällt mir das schon echt nicht schlecht. Also das könnten wir echt so machen. Wie gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob wir neu anfangen sollen mit Events, mit dem ganzen Pipapo dabei. Würde mich brennend interessieren. Denn sage ich mal, ja, bevor ich hier großartig weitermache, möchte ich gerne eure Meinung dazu hören. Und ach ja, genau. Und der Zaun, der kann auch kaputt gehen. Also das ist nicht so, dass er jetzt für die Ewigkeit gebaut ist. Der kann auch zerstört werden. Und da müssten wir auch uns dann drum kümmern. Wie gesagt, da sind viele kleine Sachen, die uns extra Arbeit bereiten. Ja. Genauso der Laden, der kann hier verbrennen oder was weiß ich. Ist schon echt, also das ist schon eine tolle Sache. Wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir neu anfangen sollen oder das hier weiterführen sollen. Wird mich interessieren, deswegen mache ich heute nicht so viel, deswegen mache ich hier fast gar nichts. Ich habe eigentlich nur erzählt hier. Aber das ist auch gut so. Wie gesagt, wir können unseren Knast verkaufen, haben 760.000 haben wir dann zusammen. Und ja, das ist ein guter Start für einen neuen Knast. Da kann man doch echt nicht meckern bei. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir das in die Kommentare, was ihr davon haltet, was wir machen sollen, ob wir weiterführen sollen oder ob wir neu starten sollen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Prison Architect. Bis dahin, ciao, ciao.